Hallo, grüße euch aus dem sonnigen Paraguay. Ich bin der Pitt und das Thema heute ist sehr wichtig und zwar die richtige Entscheidung treffen. Bleibt dran. Also zuerst wie immer vielen Dank an euch für die Anfrage. Ich bekomme diese in verschiedenen Sprachen, auch in Polnisch, auch in Deutsch, teilweise in Englisch, obwohl mal Englisch ja nicht das Beste ist, aber gut, zum Verständigung reicht es. Aber worum es geht, eben um die Entscheidungen zu treffen. Und ich habe das Thema herausgepickt, weil es auf jeden Fall nicht nur zu Paraguay gehört, sondern grundsätzlich sehr wichtig ist. Und deshalb sprechen wir heute über das Thema die richtigen Entscheidungen treffen. Also bleibt dran, okay? Ich habe mich hier so ein bisschen unter meinem Quincho versteckt, weil es heute zwar sonnig ist, aber sehr windig. Von daher denke ich mir, dass mit der Verständigung keine Probleme gibt. Also, worüber wir sprechen, das Thema Entscheidungen treffen, und zwar die richtigen Entscheidungen treffen. Und aus euren E-Mails geht es hervor, dass es immer schwieriger wird. Aber denkt darüber nach, ihr trifft doch jeden Tag Entscheidungen, jeden Tag. Ob es die richtigen sind, gut, da weiß natürlich keiner. Aber später stellt sich natürlich heraus, war es die richtige Entscheidung oder nicht. Aber wenn man überhaupt keine Entscheidungen trifft, dann halt funktioniert es nicht. Und da liegt das Problem. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich gebe euch 9 Tipps, meiner Ansicht nach, die sehr wichtig sind bei eine Entscheidung, und zwar die Entscheidung, die wichtigste vielleicht Entscheidung eures Lebens, müsst ihr alleine treffen. Und da machen wir die 9 Punkte, eins nach dem anderen, und da bin ich gespannt auf eure Kommentare, was denkt ihr und was läuft in euren Köpfen ab. Bitte. Ich denke, aufgrund des oder der vielen E-Mails habe ich mir die Punkte aufgeschrieben und möchte gerne mit euch zusammen die Punkte durchgehen. Okay, also bleibt dran. Also der erste Punkt ist auf jeden Fall unabhängig handeln. Das war bei mir auch so. Man hat eine Frau, man hat Kinder. Man hat Brüder, Schwester und jeder hat seine eigene Meinung. Aber am besten, dass euch die äußerlichen Faktoren nicht beeinflussen. Also am besten ein paar Stunden, am besten irgendwo im Wochenende frei nehmen, ausreisen, entspannen und dann euch mal alleine Überlegungen machen. Einfach positive und negative Sachen. Aber der Kopf, der muss frei sein und in dem Fall unbeeinflussbar. Das war bei mir ungefähr das Gleiche. Die Frau war immer dagegen und ich dafür. Es geht um die Auswanderung. So, der zweite Punkt ist auf jeden Fall ein Ziel verfolgen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mir ein Ziel gesetzt und habe gesagt, okay, ich wandere aus. Und da habe ich mir immer Überlegungen gemacht, wie soll das funktionieren? Weil das ist ja natürlich auch wichtig. Nicht einfach sagen, okay, ich wandere mal einfach aus und irgendwie die Sache wird schon funktionieren. Nein, so habe ich es nicht gemacht. Man hat immer eine Verantwortung, auch meine Frau bzw. meine Familie gegenüber. Und ihr tut es sicherlich ja
auch. Von daher ist es wichtig, ein Ziel zu verfolgen und diesen Ziel darf man auf jeden Fall nicht aus dem Kopf einfach abhauen lassen, in Anführungszeichen. Man muss ihn immer verfolgen. Und das ist wichtig und das war bei mir auch wichtig. Und zwar, es hat nicht so lange gedauert. Ich habe das nicht immer aufgeschoben. Ziel verfolgt und realisiert. Wichtig, ja? Der dritte Punkt, Gefühle. Also ich habe mir hier auch geschrieben, gut gelaunt entscheiden. Das ist sehr wichtig. Wie oft habt ihr Streit in der Familie? In den besten Familien kommt es vor. In meiner selbstverständlich auch. Also ich streite mich natürlich auch mit meiner Frau. Haben wir auch nie oder selten eine Meinung. Aber um die richtigen Entscheidungen zu treffen, sollte man sich von den Gefühlen loslassen. Also einfach frei sein. Ja, wenn man schlecht gelaunt ist, die Frau hat mich gerade geärgert, da treffe ich halt logischerweise meistens die schlechten Entscheidungen, die nicht korrekt sind, die nicht frei sind, die sind beeinflusst von meiner schlechten Laune. Und deshalb denke ich mir, bitte, bitte sollte ich das auf keinen Fall machen. Einfach die Gedanken sollen frei sein und die Gefühle vor allem positiv. Immer mit dem Lächeln und immer positiv denken. So bin ich immer. Das vierte Punkt ist Stress vermeiden. Also ich kann mich erinnern, als ich in Deutschland noch wohnte. Maloche, Maloche, Maloche. Immer Stress. Das war der Tag, hat immer 16, 18, 15, 14 Stunden voll im Stress. Und der Stress beeinflusst natürlich auch unsere Gefühle und somit auch unsere Entscheidungen, auch die richtigen Entscheidungen. Ich kann nur als Beispiel auch in dieser Situation die Notärzte bewundern. Also ich kann mir das absolut nicht vorstellen, so voll im Stress zu arbeiten, um dann noch die richtigen Entscheidungen zu treffen, die in diesem Fall, also ich spreche von Notärzten, über das Tod oder Leben entscheiden können. Nicht über Auswandern, ja oder nein. Nein, das ist ja unwichtig. Aber in diesem Fall Leben oder Tod. Und das ist wirklich bewunderungswert, wie die Notärzte es zumindest meistens schaffen, sich den Kopf freizuhalten. Das heißt, der eine Fall ist weg, es kommt der nächste und man muss sich darauf konzentrieren, um die richtige Entscheidung zu treffen in diesem Fall. Also Hut ab und wirklich gut gemacht soll man nur Beispiel sicherlich auch unter anderem an den Notärzten nehmen. So, der nächste Punkt ist, Fehlentscheidungen zu verzeihen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wie oft, ich weiß nicht, bei uns passiert das schon, oft vielleicht nicht, aber doch ab und zu mal. Man trifft Entscheidungen, man muss die Entscheidungen auch treffen. Ja, sei es du oder sei es ich, sei es vielleicht deine Frau oder deine Schwester oder dein Bruder oder wer auch immer. Man trifft immer Entscheidungen und man trifft auch falsche Entscheidungen. Aber das weiß man nachhinein, logischerweise. Also kein von euch, weder ich noch du, treffen falsche Entscheidungen bewusst. Nein, das tut keiner von uns. Sollte man es annehmen. Aber so funktioniert das. Deshalb, man sollte es auf jeden Fall verzeihen können. Okay, Schatz, Liebling und so weiter, verzeih mir, habe ich leider Gottes falsch entschieden. Aber dadurch lernt man. Also ich habe durch meine falschen Entscheidungen auch immer gelernt. Und das war bei mir wichtig.
Ich habe nie nachgelassen, ich habe gesagt, nein, man lernt das ganze Leben lang. Und so sehe ich das. Und man stirbt letztendlich auch dumm. Entschuldigen, aber so ist es. Aber man sollte immer dazu lernen und dazu gehört auch Verzeihen von falschen Entscheidungen. So einfach ist es. Also fängt damit heute schon an. So, ich glaube, genug gequatscht fürs heute. Ich schaue mal auf die Uhr, habe noch Termine. Also, die nächsten 4 Punkte mache ich sofort im nächsten Video. Setze das ja zusammen und beim nächsten Video erfährt ihr die weiteren 4 Punkte, um eine richtige Entscheidung zu treffen. Okay, sei mir nicht böse. Daumen hoch und das nächste Video kommt. Und wie immer, Links, weitere Empfehlungen, Likes nach oben und abonniere den Kanal, um nichts zu verpassen. Auch der zweite Teil kommt und ihr seid auf jeden Fall sicher begeistert. Also mach's gut, gute Laune wie immer und trefft immer die richtigen Entscheidungen. Bis zum zweiten Teil. Ciao, ciao.